Leute kommen nach Hamburg, um das zu fühlen und das zu hören, was wir hier machen. Fanrundfahrt auch in die Speicherstadt. Auch dieses Schiff könnte jetzt nicht bei diesem Wasserstand ablegen. Das würde jetzt nicht gehen. Hallo Jürgen. Grüß dich. Ja, man kennt sich hier im Hafen. Ne? Bei Schiffen ist es Gott sei Dank noch so, dass das meiste mit dem Hammer und 13er Schlüssel repariert wird. Ich glaube, ich kann bestimmt eher Schiff fahren, bevor ich Auto fahren kann. Kaum ein Hamburg-Besuch ohne Hafenrundfahrt. Ausgangspunkt sind die St. Pauli-Landungsbrücken. Eine 700 Meter lange Pontonanlage im Hafenbecken, die wie ein schwimmender Bahnhof funktioniert. Hafenrundfahrten! Juniorchef dieser Barkassenreederei ist Roman Abicht. So was mit euch beiden, nicht so schüchtern. Kann ich euch helfen? Du guckst gerade, soll ich mitgucken, bin ich gut drin? Einmal mit mir mitkommen, nicht so schüchtern, ich beiß euch nicht. Ja, aktuell am Samstag bin ich hier draußen im operativen Geschäft, verkaufe Fahrkarten und kümmere mich um so ziemlich alles, was kaputt geht oder wo es klemmt. Mädchen für alles. Einmal tutti completti. So, ihr wollt mit? Wollt ihr noch mit bei uns zur Rundfahrt? Die Tickets hier. Später vielleicht, sagt meine Freundin abends auch immer. Du gehst jetzt runter zum Wasser, rechts zur Brücke 4 und wir beide fahren jetzt auf der Barkasse. Hinter der Niederbaumbrücke beginnt die Speicherstadt mit ihrem kleinen Binnenhafen. Hier bestimmt die Tide, ob und wie Barkassen fahren können. Wenn die Flut zu viel Wasser in den Kanal gedrückt hat, müssen die Schiffsführer erfinderisch werden. Habe ich bitte einmal kurz eure Aufmerksamkeit. Ich bin der Schiffsführer, mein Name ist Christian und ich habe jetzt eine ganz wichtige Bitte an euch. Und zwar seht ihr die Brücke da vorne? Das ist die Niederbaumbrücke und diese Brücke hat ein kleines Problem, weil das Schiff hat besser gesagt ein kleines Problem. Der Aufbau ist so weit oben, dass ich hier gleich nicht durch die Brücke passe. Deshalb, wenn ich gleich abgelegt habe, bitte ich euch einmal für einen kurzen Moment, bis wir da durch sind, alle nach vorne zu kommen. Wirklich alle ein bisschen kuscheln, damit wir auch wunderbar durchpassen. Ja? Das Wasser läuft mittlerweile jetzt ab, aber noch komme ich da nicht durch. Also gleich, wenn ich abgelegt habe, ich vorne bin, einmal alle mit nach vorne kommen, ja? Alles klar. Einige Steuerhäuschen lassen sich hydraulisch absenken. Hier hilft menschliches Gewicht. Liebe Gäste, wir haben Glück gemacht. Danke, Glück gehabt. Danke, dass ihr mitgespielt habt. Ihr könnt euch jetzt wieder das gemütlich machen. Wir sind unter den Brücken durch. Ihr könnt euch gemütlich hinsetzen und schon einmal die Hafenfahrt genießen. Zu sehen gibt es im Hamburger Hafen einiges. Und zu feiern. Eine dreistündige Party auf großen Fahrgastschiffen startet jeden Samstagabend an den Landungsbrücken. Wir haben gesagt, wir buchen das mal schön, 2 Stunden was essen und was trinken. Wir haben uns sehr spontan entschieden und das ist so einfach Spaß. Ja, die leckeren Getränke, Party, Musik. Seniorchef Rainer Abicht wartet, bis alle Gäste eingestiegen sind. Selbst mit seinen 80 Jahren macht er sich immer noch nützlich. Ich bin jeden Tag hier, seit 61 Jahren. Elbabwärts geht es volle Kraft voraus. Vorbei am Fischmarkt. Für knapp 80 Euro pro Person geht es bis Blankenese. Getränke und Essen inklusive. Schönes Wetter, schönes Bier, gute Freunde, reicht, ne? Ossimo! Im Burchardkai liegen riesige Frachter. Party im Schatten von Containerriesen. Das gibt es nur in Hamburg. Bei gutem Wetter wird an Deck gefeiert. Was die Marktschreier am Fischmarkt und die Koberer auf der Reeperbahn sind die Clarks an den Landungsbrücken. Klaken ist plattdeutsch und bedeutet für etwas werben. Habt ihr noch Lust mitzufahren, eine Stunde oder zwei? Morgen. Danke für die Warnung. Bis morgen.
Wollt ihr noch mit zur Rundfahrt? Lad sie doch mal ein, sonst mache ich das. Man muss grundsätzlich ein offener Mensch sein. Es ist einem selbst unangenehm, vor den anderen Arbeitskollegen sich da halt hinzustellen und zu sagen, ey, willst du auch noch mit zur Rundfahrt? Aber nach 3-4 Stunden merkst du, ach, die machen das selber den ganzen Tag. Da guckt dich keiner krumm an. Ist überhaupt kein Problem mehr. Und es macht dann sogar auch Spaß. Besonders, wenn die Touristen anfangen, ja, dir auch entsprechende Antworten zu geben. Einige haben sehr lustige Antworten drauf. Einige lachen dich an. Und es macht halt Spaß. Die Leute kommen nach Hamburg, um das zu fühlen und das zu hören, was wir hier machen. Guck mal hier unten. Da haben wir extra unsere schönen Barkassen für euch. Die fahren mit euch in die Speicherstadt. Habt ihr Lust? So. Die Barkassen fahren zu festen Uhrzeiten, egal wie viele Gäste dann an Bord sind. Zum Personal gehören auch Schiffstechniker wie Alex. Gerade rechtzeitig hat er einen kleinen Defekt behoben. Hast du zufällig mal den kleinen Schraubenzieher für mich? Den kann ich schon mal. Bis gleich. Viel Spaß. Ich komme gleich rüber. Denn auf dem nächsten Schiff ist auch etwas kaputt. Hier haben wir ein kleines Problem mit der Toilettenspülung. Die hier nicht so wild, wie wir gerne wollen. Vorsichtig bitte. Ja. Jetzt geht's in den Keller. Warum? Die läuft die ganze Zeit durch. Der Chef guckt vorbei, wenn es ernst ist. An Bord sitzen bereits die ersten Gäste. Also wir sind mal wieder auf Fehlersuche. Die beiden Seewasserpumpen, die laufen hier über den Seekasten durch den Vorfilter. Wir vermuten, dass da noch Luft drin ist oder Luft reingekommen ist. Und so baut die Pumpe nicht ihren Enddruck auf. Im Gegensatz zur Autowerkstatt wird hier noch richtig geschraubt. Hinter der Niederbaumbrücke warten andere Herausforderungen. So, Zettel habe ich schon. Dann wollen wir mal. Für die Reederei Bülow muss Melli heute eine Trauung organisieren. Herr Jürgen, Zettel habe ich schon mit. Ich nehme den mit nach unten, damit wir gleich loslegen können. Ich gehe schon mal runter. Der Tisch muss hinten rangestellt werden. Und der letzte Tisch auch. Die anderen Tische stellen wir unter die Fensterbänke. Genau. Und dann schrägen wir die Stühle gleich alle ein bisschen an für die Trauung an Bord. Ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Ich bin gelernte Erzieherin mit heilpädagogischer Zusatzausbildung. Guck mal, hier können wir noch einen vierten hinmachen. Ne? Chartertouren sind bei dieser Reederei das Hauptgeschäft. Wir haben mittlerweile viele freie Trauungen. Also früher war das nicht so, da hat man eher Standesamt gemacht und Kirche ganz traditionell. Mittlerweile häuft sich das einfach. Florian, hast du das Mikro geprüft? Ich habe gerade neue Batterien reingemacht. Sehr gut. Wir holen den Sekt. Zack, zack. Ein bisschen weiter abwärts, an Brücke 4, warten die Gäste noch immer. Druck für die Techniker. Ohne Toilettenspülung keine Hafenrundfahrt. Irgendwas funktioniert noch nicht so richtig. Da kommt kein Wasser. So, oh, da muss Wasser kommen, wenn es noch voll Luft wird. Jetzt warten. Bei den Schiffen ist es halt eben noch, Gott sei Dank noch so, dass das meiste mit dem Hammer und 13er Schlüssel repariert wird, was so meine Welt ist. Wir machen nicht auf, der saugt nur Luft. Ja, das zieht. So schlimmer. Das wird nur schlimmer alles. Frage an, was ist jetzt? Die Leute wollen einsteigen. Ja, kleinen Moment, wir müssen das hier nochmal fertig machen. Das dauert nun mal. Du hast 5 Minuten. Da kann ich mit leben. Im Binnenhafen gibt es andere Wasserprobleme. Regen. Der Bräutigam hofft trotzdem auf den schönsten Tag seines Lebens. Na, alles klar.
Jürgen kann ich mich immer hundertprozentig verlassen, wenn es auch um den Wasserstand, also um die Tide geht. Jürgen sagt mir immer Bescheid, sobald die Tide wirklich zu hoch ist, wenn es grenzwertig wird, wenn wir auch nicht mehr unter der Brücke durchkommen, weil damit haben wir einfach wahnsinnig zu kämpfen hier bei uns. Das Brautpaar möchte, dass die Braut so ein bisschen schon gesehen wird, ne? Wenn wir ranfahren. Das heißt, wir warten noch einen Augenblick. Bräutigam gibt uns gleich das Okay, wenn wir loslegen können. Und dann fahren wir rüber. Ich halte ihn sonst so ein bisschen. Ja. Also anlegen, wenn Sie so langsam die Treppe runterkommen. Ja, alles gut. Die Gangway. Genau so machen wir das. Kriegen wir hin. Ihr seht jetzt die Brücke voraus. Und mein Steuerhaus geht so jetzt schon nicht mehr durch. Also muss ich das absenken. So, jetzt habe ich so meine Zeichen, wie weit ich da die Brücke oder Steuerhaus runterfahren muss. So. Jetzt fahre ich die Brücke erstmal hoch. Die Diplomat verlässt den östlichen Niederhafen und geht aufwärts zur Elbphilharmonie. Hamburg im Regen, ein Schirm und die zwei. Ich bin geborgen und fühle mich so frei. Ich könnte nirgends glücklicher sein als in Hamburg im Regen. Mit dir allein, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Nächster Halt, Ehehafen. Einige Barkassenführer waren früher Binnenschiffer und haben alle nötigen Patente für den Hamburger Hafen. Das Schiff hinter uns legt gleich ab, die Louis. Und die Gäste wollen gleich an Bord. Deswegen. Mit Wasser? Ja. Die Toilettenspülung geht immer noch nicht. Schiffsmechaniker Alex testet den Wasserdruck. Mach an das Ding. Wasser. Naja. Keine Luft. Nur Wasser. Hat funktioniert. Die Luft ist raus. Wir haben wieder 4,8 Bar auf dem Schlauch. Das scheint funktioniert zu haben. Mal gucken, was als nächstes kommt. Millionen Besucher jedes Jahr auf den St. Pauli Landungsbrücken. Heute beginnt die Ausbildung zur Hafenschifferin für Evo. Ich gehe jetzt auf mein Schiff am Liegeplatz an der Überseebrücke, wo mein Arbeitsplatz jetzt ist. Marco holt seine Fahrschülerin zur ersten Fahrstunde ab. Er ist seit 10 Jahren Schiffsführer bei Abicht. Moin, Evo. Ja, super. Ja, ich freue mich. Wie sieht's aus? Hast du eigentlich einen Führerschein schon? Nee, Führerschein habe ich nicht. Na, ich glaube, ich würde gerne erstmal meine Sachen ablegen. Jo, besser ist das. Na? So, und nun? Also, hier vorne hast du den Zündschalter. Also wirklich wie beim Auto. Genau, zum Hupen. Hier ist die Ruderlagenanzeige, wie das Ruderblatt hinten steht. Oben, wie beim Auto, die Umdrehungszahlen und Öldruck, Getriebedruck. Okay. Jo. Kamerasystem habe ich schon angemacht. Guck mal, wenn du nach oben schaust. Ach. Hast du da Backbord und Steuerbord richtig schön mit dem Blick. Dann merkst du, das Ruder liegt gerade hart Backbord. Ja. Das musst du schon mal einmal nach hart Steuerbord drehen. Also komplett bis zum Anschlag? Ja, am besten machst du das, wenn du hier reingrast und ja, das so drehst.
Das ist ein Hydraulikruder, deutlich leichter. Dann kuppelst du jetzt einmal aus. Ostwald, ein, ja, reicht schon. Alles gut. Einmal ganz kräftig. Ganz kräftig? Hm? Auskuppeln. Genau. Jetzt gibst du rückwärts. Eingekuppelt nur. Sie eingekuppelt? Genau. Nochmal einmal. Kräftig. Sind die Mitte einfach wieder? Ja. Okay, jetzt. So, ich bin jetzt aber immer noch auf dem Steuerbord, ne? Das ist richtig? Nö, wir träumen ja jetzt erstmal gerade rückwärts. Okay. Mal wieder nach geradeaus hängen. Okay, dann komme ich. Das ist genauso wie Autofahren. Ich glaube, ich kann bestimmt eher Schiff fahren, bevor ich Auto fahren kann. Oben auf den Landungsbrücken hört man Sandra Klaken. Hafen, Rundfahrten, hier die Tickets. Hier die nächste Abfahrt, eine oder zwei Stunden, auch in die Speicherstadt. Also den ersten Tag habe ich mich absolut nicht getraut, hier rumzuschreien. Das kommt einem total blöd vor, wenn man hier in den Menschenmassen steht und dann einfach losschreien soll. Moin erstmal, so fangen wir hier an. Nicht so schnell. Mutti, du machst das EC-Kartengerät ganz wuschig. Dann hören wir ein Konzert im Volkssportstadion, Bruce Springsteen. Und dann nehmen wir das gerne mit, nochmal hier den Hafen anzukicken. Man muss schon sehr mutig sein, um an den Landungsbrücken Tickets verkaufen zu können und auch diesen Grad zu finden, wie man Menschen anspricht, wie man auf sie zugeht, um Tickets zu verkaufen. Hallo, möchten Sie mitfahren? Na, heute nicht, morgen. Lassen Sie das Glotzen sein, steigen Sie in die Barkasse ein, ne? Hier werden Sie beraten. Ja, nix okay, komm mal ran hier. Barkassen, die fahren in die Speicherstadt. Zwei Stunden auf dem Kleinschiff. Mit Speicherstadt und Hafen. Ganz genau. Haben wir da? Geht direkt los in 4 Minuten. Oh. Dann bieten wir euch den Frühbucherrabatt an für die 2-Stunden-Tour für morgen. Damit ihr garantiert morgen Sitzplatz findet. Erste Abfahrt kurz nach 10, aber nehmt die Tickets jetzt schon mit. Einfach hier wieder zur Brücke 1 kommen und hier die Kollegen fragen, wo die erste 2-Stunden-Tour abfährt. So würde man gar nicht darauf kommen, an die Landungsbrücken zu gehen oder zu wissen, was es hier für ein Jobangebot gibt. Weil ein Hamburger so gar nicht die Landungsbrücken kennt, weil wir das gar nicht nutzen, weil wir immer denken, hier sind viel zu viele Touristen tatsächlich. Im ruhigen Binnenhafen startet Mika mit seiner Ausbildung und sammelt heute erste Eindrücke, was zum Beruf des Hafenschiffers dazugehört. Es geht zum Bunkern, also zum Tanken. Vorsicht hier an der Kaiseite. Bevor Jürgen mit 65 Jahren als Hafenschiffer startete, fuhr er große Speiseöltanker auf dem Rhein. Heute ist er 76 Jahre alt und gibt sein Wissen gerne an den Azubi weiter. Die Diplomat kommt gleich in den mittleren Niederhafen, geht zur Bunkerstation. Eigentlich habe ich Altenpfleger gelernt, aber hatte dann aus verschiedenen Gründen keine Lust mehr drauf und wusste dann lange Zeit nicht, was ich machen soll. Habe verschiedene Sachen ausprobiert und durch einen Zufall bin ich dann auf den Hafenschiffer gestoßen und ja, habe mir das noch mal ein Jahr durch den Kopf gehen lassen, dass wirklich eine gute Idee ist. Und seht es euch an, es ist einfach großartig, ein super Arbeitsplatz. Concordia, ich warte noch mit dem Auftritt hier bei der Neufelde. Ne? Ich habe noch ein bisschen Zeit, mach mal dein Ding. Mach super, ich freue mich. Hallo Jürgen. Grüß dich. Ja, man kennt sich hier im Hafen. Diplomat hört, Elbkristall. So, willst du zum Hafentor oder an die Bunkerstation? Ich wollte an der Bunkerstation. Und kann ich denn zuerst? Noch einen, den ich vorlasse. Ja, mach. Ich danke dir. Eigen. Erfahrung hilft. Denn die Elbe ist mit ihren starken Strömungen ein schwieriges Gewässer. So, gib mir mal, Andrea, die Leine. Häng mal ein da, bitte. Jo, ja, danke. Wo hast du Birgit? Birgit ist zu Hause krank. Ach du Ärmste, bist du ganz alleine heute? Oh, mein Herz weint. Du sollst dich doch schonen. Tu ich doch. Bin doch hier bei euch, dann schone ich mich doch. Ah. Weißt du, hier geht's mir am besten. Ja, uns beiden geht das hier am besten, ne? Weil wir uns hier am wohlsten fühlen, ne? 600. 600, ja. Kann losgehen? Ja. Los.
Wir müssen immer dabei bleiben beim Bunkern. Wir dürfen jetzt hier nicht weggehen. Abgerechnet wird der Schiffsdiesel in Litern. Er ist kaum günstiger als der für Autos. Danke. Bitte. Zieh mal den Schlauch, zieh mal den Schlauch. Okay, Alice. Danke. Ja. Hochzeiten und andere Chartertouren startet der Barkassenbetrieb Bülow im Binnenhafen. Er liegt gegenüber der Speicherstadt und dem Miniaturwunderland. Beides Touristenmagneten. Ein Familienbetrieb mit 7 Barkassen. Chef ist Jan Bülow. Den Betrieb leitet er in dritter Generation. Ohne rüberziehen, ich schmeiß dich gleich so los, ne? Ja, ich schmeiß mich mal so los. Ja. Die Idee ist nicht so stark. Alles klar. Das Besondere ist, dass man die richtige Gruppe erwischen sollte. Gerade wenn hier mehrere Gruppen unterwegs sind, dass auch die richtige auf dem richtigen Schiff ist und nicht die falsche plötzlich in Helgoland landet, anstatt eine schöne Hafenrundfahrt zu machen. Ich würde mit dir gerne die Maschine klar machen, wenn du Zeit hättest. Dann kann ich dir einmal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Alles klar. Aber im Grunde ist alles beschildert. Das ist mal der grobe Überblick. Am Anfang ist es ein bisschen viel, aber das wird sich nachher alles dann noch ändern. Ja, das braucht seine Zeit. Letztendlich ist auch jedes Schiff anders. Also. So sieht's aus, genau. Das Schiff hat 1 Meter Tiefgang und wir haben 1,20 Meter. Bedingt dadurch, dass das Wasser jetzt schon langsam wieder steigt. Aber das bringt jetzt gar nichts, weil auf der rechten Seite, Steuerbau von uns, ist die Sedimentenbank, also die Ablagerung. Das heißt, wir würden da auflaufen. Jetzt unterm Schiff geht's gerade, da haben wir 20 cm mehr, obwohl man damit auch nicht unbedingt fahren sollte. Das Tauwerk, mit dem wir die Schiffe befestigen, muss natürlich auch entsprechend auf die Schiffe gekürzt werden. Das sind ungefähr 220 Meter lange große aufgeschossene Taue, die wir dann sozusagen uns zurechtschneiden, wie wir sie haben wollen oder wie es fürs Schiff angebracht ist. Ja. Das Ganze wird dann, wie du siehst, am Schiff befestigt. Das Ganze wird dann sozusagen gespleist. Und wenn man es richtig gut gelernt hat, dann macht man da einen Tagling rum. Mhm. Macht nicht mehr jeder. Darin kannst du auch erkennen, welche Taue von wem gemacht wurden. Das zum Beispiel hat mein Vater gemacht. Sowas sieht man eigentlich nicht mehr so häufig. Abschreckendes Beispiel wäre beispielsweise da. Da sieht man auch, wer es kann, wer es nicht kann, wer Ahnung hat oder wer es vielleicht lassen sollte. Und so sieht es optimal aus. Das ist auch ein wichtiger Abschnitt bei der Ausbildung. Mhm. Das zeigt dir entweder mein Vater oder Jürgen. Heute bekommt Mika die Grundlagen im Taue-Spleißen von Jürgen gezeigt. Kaufen, auch schon bestellen. Ne? Also ich brauche jetzt 6 Meter. So, dann tut man die Kardele, die Litze so abbinden, damit das nicht aufgeht. Du siehst ja, da muss man jetzt meinetwegen Auge spleißen. Normal geht man jetzt eigentlich so damit da rein. Siehst du? So. Und dann wirbelt man den auf. Ja. Und dann nimmst du die erste Litze, halt mal fest. Jetzt machst du immer über ein und da ein. Siehst du das? Also immer abwechselnd. Über ein. Ne? Also immer über ein und da ein. Ist das so richtig? Ja, ja, so ein bisschen drehen, ja. Okay. So. Ja, wenn man was lernen will, muss man auch selber mit anpacken, sonst wird das nichts. So. Und jetzt sucht ihr den. Den hier. Ja. Das ist nämlich was viele dann auch anfangen zu fuschen, weil sie denn das schnell machen wollen. So, und jetzt gehört der da rein. Ah, okay. Ne? Die Flut kommt und das Wasser steigt in den Fleten. Die Barkassen strömen in die Speicherstadt. Gleich wird's voll. Reale Bedingungen für Fahrschülerin Evo. Weiter nach rechts. Ja, können hier mir Leute entgegenkommen? Ja, das ist hier eine Einbahnstraße. Okay, verstehe. Deswegen fährt die Gerda da auch ganz links an der Mauer. Ja, mir macht dieser Pfeiler da ein bisschen Angst.
Hey, der wirkt doch total nah dran. Oh, guck mal, da kommt mir einer. Kannst du mal. Fahr nach rechts rüber. Ja, ich bin dabei. Ja, grundsätzlich kannst du ja nicht sehen, ob da jetzt ein Spurbug kommt oder ja seit neuestem auch dieser Stand-Up-Paddler, den die Alster zu voll wird. Deswegen fährst du hier. Echt, dürfen die hier fahren? Ja. Nee. Ja. Okay. Das ist ein verdammt geiler Job. Der schönste Arbeitsplatz der Welt. Wir fahren jetzt aus der Speicherstadt raus, aus dem Zollkanal und fahren wieder an die Brücke 1, an den Landungsbrücken und legen da einmal wieder an. Ein bisschen sehr aufregend. Ja, nee, es macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin ein bisschen nervös, aber es ist schon... Ist auch als Übungsstelle hier gerade ziemlich enge Geschichte, ne? Ja, ich kann den Abstand gar nicht einschätzen. Wenn du sagst, das sind 5 Meter, das hätte 30 Zentimeter sein können. Über den hier? Ja. Nach der ersten Fahrstunde steht für Evo fest. Mit der Ausbildung zur Hafenschifferin hat sie alles richtig gemacht. Wenn es dunkel wird, beginnen die Lichterfahrten. Es sind die beliebtesten Touren im Hamburger Hafen. So, ihr dürft gerne näher treten. Ihr beide wart ja schon an Bord, das passt schon. Ja, es passt. Passt, habe ich gesehen. Viel Spaß bei der Hochzeitsreise. Ja, wir warten jetzt hier an den Landungsbrücken auf die ganzen Gäste. Wir haben jetzt ja 3 Schiffe aufgemacht und wir teilen das natürlich gerecht auf alle 3 Schiffe. Und wir wollen jetzt natürlich, dass alle jetzt gerecht, natürlich die gerechte Passagieranzahl an Bord haben. Einfach irgendwo in freie Platz behalten. Das passt auch. Viel Spaß bei der Hochzeitsreise. Hallo. Und hallo Hund. Ich war eine Woche hier in Hamburg. Als Tourist musst du mal typische Sachen machen und die Lichterfahrt war ein schöner Abschluss jetzt. Das war ein Geschenk von ihr an mich. Der kommt aus Bayern und er kennt Hamburg nicht, deswegen dachte ich, das wäre eine gute Idee. Genau. Bei den jährlich rund 15 Millionen Hamburg-Touristen sind die Barkassenfahrten genauso beliebt wie die Wahrzeichen der Stadt. Wir haben im gesamten Hamburger Hafen, generell in Gesamt-Hamburg, dann ungefähr so um die 2500 Brücken. Das heißt, wir haben mehr Brücken als Venedig und Amsterdam tatsächlich. Wird es meistens immer sehr romantisch. Von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Nach einer kurzen Nacht wacht er dann auch schon wieder auf. Der Touristenmagnet Landungsbrücken. Die Reise gehen. Mein Schmerz wird vergehen. Und schön wird das Wiedersehen.